Willkommen. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Dies ist unser Adventskalender. Wir freuen uns, dass du da bist. Heute möchten wir mit dir basteln. Hier findest du eine kleine Anleitung, wie du einen Stern für den Tannenbaum basteln kannst. Das Einzige, was du dafür benötigst, sind Papier oder Pappe, eine Schere, einen Bleistift und, wenn du möchtest, einen Faden zum Aufhängen. Ich blende dir jetzt hier auch einmal einen Stern ein, den kannst du als Schablone verwenden, falls du nicht selbst einen Stern aufzeichnen kannst oder möchtest. Wenn du gerade auf Instagram guckst, dann kannst du auch gerne nochmal auf die Website gehen, da kannst du dir den Stern vielleicht ein bisschen besser angucken und einmal abpausen und dann hast du auch schon eine super Schablone, um einen perfekten Stern auszuschneiden. So, und jetzt siehst du schon, dass ich hier einmal eine Schablone verwende von dem Stern, den du eben gesehen hast. Und das, was ich jetzt mache, ist ganz einfach die Schablone benutzen und zwei Sterne zeichnen auf ein ganz normales weißes Blatt Papier. Du kannst natürlich auch farbiges Papier nehmen oder gemustertes Papier, das ist total egal, je nachdem, wie du möchtest, dass dein Stern am Ende aussieht. Und jetzt zeichne ich einfach zwei Sterne nebeneinander mit der Schablone auf das Papier. Wenn du damit fertig bist, die Sterne aufzuzeichnen, zwei Stück, dann kannst du anfangen, sie auszuschneiden. So, und wenn du die Sterne jetzt ausgeschnitten hast, kannst du sie einmal nebeneinander auf den Tisch legen. Und einmal so legen, dass immer jeweils eine Spitze oben und unten ist. Und dann kannst du bei einem Stern unten einen Strich machen und bei einem Stern oben einen Strich machen. Das sind die Markierungen für dich, wo du gleich den Stern einmal einschneiden kannst. Das heißt, versuch mal, dass es gerade ist. Du kannst auch ein Lineal verwenden, wenn du nicht gerade so einen geraden Strich machen kannst. Das ist vollkommen okay, ein Lineal zu benutzen. Und jetzt kannst du bei den Strichen einmal das einschneiden. Am besten machst du erst einen Schnitt und dann machst du einen zweiten direkt daneben, sodass du ein ganz, ganz winzig kleines Stückchen von dem Papier rausschneidest. Das siehst du jetzt im Video auch. Das ist einmal ganz, ganz winzig. Und das machst du bei dem anderen Stern auch und schneidest da einfach eine kleine Einkerbung rein. Und mit dieser Einkerbung kannst du die beiden Sterne jetzt ineinander stecken. Das siehst du jetzt einmal, dann hast du quasi ein kleines 3D-Modell von einem Stern. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, wenn du möchtest, kannst du da jetzt auch einen Faden oben durchziehen durch eine der Spitzen und kannst ihn irgendwo hinhängen. Du kannst ihn aber auch hinlegen. Das ist ganz dir überlassen.